Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man beim HTC Desire HD im Clockwork Mode ein ROM flasht. Auf diesem Gerät ist der Clockwork Mode natürlich schon vorinstalliert. Ich gehe jetzt mal in den Bootloader, dazu halte ich die Leiser-Taste fest und schalte das Gerät ein. Die Taste leise die ganze Zeit festhalten, dann sehen wir jetzt hier das Menü. Er checkt jetzt erst einmal die SD-Karte. Das ist allerdings jetzt hier der Bootloader. Der checkt jetzt die SD-Karte und wenn er einen HTC-ROM findet, dann schlägt er vor, das zu flashen, wenn es kompatibel ist. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Wir wählen jetzt hier mit der Leise-Taste, also ich kann hier hoch und runter wählen, das Recovery und drücken die Power-Taste, um dort hinzukommen. Der Clockwork Mode ersetzt das Standard HTC Recovery Menü. So, das ist jetzt hier der Clockwork Mode von Mad Max. Den kann ich jetzt steuern über die Tasten hier unten. Die Home-Taste ist im Menü nach oben, die Menü-Taste nach unten, die Zurück-Taste ist zurück und die Lupe, die Suchen-Taste, ist die Eingabetaste. Damit kann ich jetzt hier im Menü navigieren und ich flashe jetzt einfach mal das neue CM7-ROM, das Update, was ich heute geladen habe. Ich gehe also mit dem Menü-Button in der Liste einen Punkt runter und drücke die Lupe, um das entsprechende auszuwählen. Hier noch einmal, jetzt mit der Home-Taste nach oben navigieren. Das Gerät vibriert dann jedes Mal. So, wo habe ich das ROM hinkopiert? Ach, ich bin schon drauf, da ist es. Das ist die Nightly 151 und die flashen wir jetzt. Hier muss ich noch einmal bestätigen und jetzt geht's los. Die Nightlies sind nur knapp 90 MB groß, von daher geht das relativ zügig. Wenn ich jetzt hier ein geroutetes HTC-ROM flashen würde zum Beispiel oder ein modifiziertes, dann die haben ja meistens 250, 300 MB. Das dauert natürlich dementsprechend länger. So. Das war's schon. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, einmal neu zu booten und das ROM dann halt zu benutzen, oder ich kann auch weitere Module flashen, wie zum Beispiel einen neuen Kernel, weil der Kernel wird natürlich vom CM7 überschrieben und wenn ich einen modifizierten Kernel benutze, muss ich den dann erneut flashen. Das mache ich jetzt mal. Der Kernel ist nur 3 MB groß, das geht auch recht fix. Ja, jetzt kann ich theoretisch im Hauptmenü Reboot wählen und das neue ROM wird gebootet. Auf diese Art und Weise kann ich jedes ROM flashen und ich habe jetzt hier nur ein Update eingespielt, aber ich kann zum Beispiel jetzt auch über dieselbe Methodik ein komplettes neues ROM flashen. Was ich allerdings empfehlen würde, wenn ich jetzt ein völlig anderes ROM flashe, also kein Update, dann unter Wipe in Format mal eben hier unten den letzten Menüpunkt Wipe All Partitions wählen. Dann wird wirklich alles formatiert und dann flashe ich das neue ROM in ein sauberes Gerät. Es sind also keine Restbestände mehr von dem alten ROM vorhanden und dann weiß ich auch wenigstens, dass die Sache funktioniert. Okay, das war es erstmal zum Thema Flashen. Bis zum nächsten Mal.